Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert. Jetzt will ich zunächst mal fragen, wie viele von Ihnen sind Materialphysik-Studenten? Okay, Moment, 1, 2, 3, 4, waren das 4 oder 5 oder was? Nochmal? Okay, gut, danke. Und die restlichen Studenten sind Lehrämtler? Okay, fein. Oder auch andere Studenten. Sie müssen selber wissen, ob die Vorlesung sozusagen für Ihre Prüfungsordnung gilt. Okay, jetzt muss ich kurz nachzählen, wie viele wir tatsächlich sind. Okay, 21 oder sowas. Das heißt, ich schlage vor, wir machen 2 Übungsgruppen. Und die Übungsgruppen laut UniVis sind immer am Donnerstagnachmittag. Und zwar waren da 3 Termine zur Auswahl und wir wählen uns jetzt 2 davon aus. Ja. Das war Donnerstag 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, 15 bis 17 und 16 bis 18. Wir könnten jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, das und das, wäre es dann ein Problem für irgendjemanden? Will jemand lieber das 16 bis 18 Uhr haben? Also, ja. Das hängt halt davon, wenn du noch ganz in der Vorlesung bist. Okay. Aber wenn ich zum Beispiel das 15 bis 17 verschieben würde, dann was wären dann, was wäre dann für die anderen? Was? Versuchen wir dann vielleicht erstmal dabei zu bleiben? Oder gibt es viele Leute, die sagen würden, nee, 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist ja wirklich unbequem, wir wollen lieber 16 bis 18 Uhr? Nein. Okay, dann würde ich erstmal dabei bleiben und dann frage ich nur kurz sozusagen um ein Meinungsbild. Wie viel würden in 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr gehen? Okay, das ist vielleicht tendenziell ein bisschen die Mehrheit. Und wer würde bis 15 bis 17 Uhr gehen? Aber das sind auch noch genug. Also ich denke, das ist dann vernünftig. Ich werde noch eine, wenn es mir gelingt, eine Studiengruppe einrichten, sodass wir jetzt hier nicht Listen durchgehen lassen müssen mit den E-Mail-Adressen oder so, sondern Sie das online machen können. Aber gut, Sie wissen jetzt schon, es gibt diese Möglichkeiten. Sie müssen, glaube ich, selber im UniVis nachschauen, in welchen Seminarräumen oder Hörsälen das stattfindet. Und dann kommen Sie schon diesen Donnerstag, weil wir haben diesen Donnerstag schon eine Präsenzübung. Ja. Das heißt, ich werde gleich Übungsblätter austeilen. Es gibt sozusagen ein Blatt 0, das Sie dann in der Übung lösen, zusammen mit dem Tutor. Und ab nächster Woche läuft es so, dass Sie immer am Dienstag das Übungsblatt abgeben, also die bearbeiteten Hausaufgaben, und dass die dann am Donnerstagnachmittag besprochen werden. Und ich möchte es auch so machen, dass jeder zweimal im Semester vorrechnet. Das heißt, es läuft dann so, Sie geben Ihr Blatt ab, es wird korrigiert, einfach, um Ihnen zu sagen, was Sie falsch gemacht haben. Und der Tutor wird dann jemanden, der es wenigstens halbwegs richtig gelöst hat, auswählen. Und Sie sollen dann zweimal im Semester drankommen. Ja. Und ich muss mich auch noch informieren über diese Regelung, von der geredet wurde, wonach man Ihnen eine Notenverbesserung in der Klausur geben darf für brave Mitarbeiter in den Übungen sozusagen. Aber da weiß ich noch nicht die Details von dieser Regelung. Ja. Das könnte dann so aussehen, wenn Sie dann eben zweimal erfolgreich vorgerechnet haben, dann können Sie ein bisschen einen Bonus kriegen in der Klausur. Aber da muss ich mich noch informieren, wie das wirklich läuft. Ja. Okay, ansonsten gibt es hier die Webseite, die ich oben angeschrieben habe und die hier auf dem Beamer auch erscheint, wo wir alle unsere Vorlesungen aufschreiben. Die jetzige ist, glaube ich, noch nicht drauf, aber die kommt gleich drauf. Und da ist es insbesondere so,
dass wir die Übungsblätter auch immer rechtzeitig auf diese Seite packen. Ja? Also falls sie mal nicht da sind, wenn die neuen Übungsblätter am Dienstag ausgeteilt werden, dann kann sie auf der Seite nachschauen und sich das herunterladen. Ich habe in der Vorlesung auch manche Simulationen oder so, die ich zeigen werde, auch heute schon. Und die stellen wir auch auf diese Webseite. Okay. Gibt es, gut, am Ende des Semesters gibt es eine Klausur von 2 Stunden. Gibt es von Ihrer Seite dann noch Fragen hier zum Organisatorischen? Ja, bitte. Gute Frage. Diesen Donnerstag ist Vorlesung, ja. Die Vorlesung selber ist ja im Durchschnitt 3-stündig sozusagen. Und wir werden das so machen, manchmal ist es 4-stündig, manchmal ist es 2-stündig. Ich kündige das immer vorher an, das erlaubt mir dann zumindest ein bisschen flexibler zu sein, weil ich manchmal irgendwie auf Reise irgendwo hin bin, um einen Vortrag zu halten. Zum Beispiel nächste Woche bin ich am Dienstag nicht da, weil ich in Innsbruck bin. Und dann ist nächste Woche halt nur Donnerstag. Ja? Und dann gibt es natürlich sofort dazu die Frage, wenn dienstags nichts ist, wie geben Sie dann Ihr Übungsblatt ab? Und da gehen Sie dann bitte zu dem Büro, was wir auf der Webseite noch angeben, im Gebäude B3, oberster Stock, wo meine Gruppe sitzt, zu Talita Weiß, um das Übungsblatt abzugeben. Ja? Normalerweise in der Vorlesung, aber wenn die Vorlesung am Dienstag nicht ist, dann geben Sie es bei ihr ab und ich schreibe die Raumnummer dann auch noch auf. Ja? So sollte das funktionieren. Ja, bitte. Wenn Sie die Termine auf die Übungsblätter schreiben, wird aber dann mal nicht in der Vorlesung, das kann man es ja dann auch direkt einsehen. Sie meinen die Termine, wann dann was stattfindet und wann nicht? Ja, beziehungsweise ich schreibe es vielleicht auf die Webseite, dass man sich dann auf der Webseite informieren kann. Ja. Okay. Das bedeutet, noch dazu möchte ich sagen, ich habe die Vorlesung schon ein paar Mal gehalten und es gibt deswegen ein geschriebenes Skript auf unserer Webseite hier auch zum Runterladen. Es gibt sogar schon eine Videoaufzeichnung von der langen Version der Vorlesung, der 4-stündigen Version aus dem Wintersemester 2010-2011. Da können Sie auch gerne reinschauen. Warum es jetzt wieder eine Videoaufzeichnung gibt, liegt irgendwie daran, dass anscheinend die Studenten sich wünschen können, welche Vorlesungen aufgezeichnet werden. Und deswegen hat das Rechenzentrum mich angesprochen und die zeichnen es jetzt auf. Und das wird dann auch immer aktuell aufgestellt. Ja. Das heißt, wenn Sie dann mal was versäumen, können Sie es im Prinzip nachschauen. Aber wenn Sie hier sitzen, können Sie natürlich auch noch Fragen stellen. Das ist der Bonus. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Gut. Weil die Vorlesung nur 3- statt 4-stündig ist, werden wir manches von dem eher fortgeschrittenen, eher ein bisschen technischeren Material weglassen. Aber zum Beispiel die gesamte Thermodynamik, die ja auch speziell für die Lehrämter wichtig ist, werden wir natürlich beibehalten. Gut, dann möchte ich jetzt beginnen mit der Vorlesung und ich will zunächst was dazu sagen, wie ich diese Vorlesung aufbaue. Ich beginne mit statistischer Physik und mache dann die Thermodynamik. Und der Grund ist, dass ich finde, es ist einfacher zu verstehen, wenn man zuerst versteht, wie mikroskopisch die Gasteilchen kollidieren und was sie dann machen. Und dann später geht man zum Makroskopischen und sagt, oh, ich beschreibe das durch freie Energie und Temperatur und Entropie und so weiter. Ich denke, es ist einfacher zu verstehen. Gut. Also jetzt eine kurze Einleitung zum Beginn der Vorlesung. Die Vorlesung beginnt immer so wie heute CT, also 15:15.
In den bisherigen Vorlesungen haben Sie zum Beispiel in der Mechanik die Newtonschen Bewegungsgleichungen gesehen und dann angewendet auf verschiedene Systeme. Oder in der Elektrodynamik haben Sie die Maxwell-Gleichungen gesehen und dann auch wieder auf verschiedene Situationen angewendet. Und dann genauso in der Quantenmechanik lernt man die Schrödinger-Gleichung und wendet sie auf verschiedene Beispiele an. Diese Vorlesung hier ist konzeptionell etwas anders, weil man lernt keine neuen Bewegungsgleichungen kennen, sondern im Prinzip fragt man sich, wenn wir diese Bewegungsgleichung haben, also Newtonsche Bewegungsgleichung oder Maxwell-Gleichung oder so, was passiert dann, wenn wir diese Gleichungen anwenden auf Systeme mit ganz vielen Freiheitsgraden? Das heißt, wenn ich nicht nur ein Teilchen oder zwei Teilchen habe, sondern ich habe eben ein paar Milliarden von Teilchen, die miteinander wechselwirken und ständig aneinander prallen, was passiert dann? Oder wenn ich das elektromagnetische Feld habe in einem Kasten und das wechselwirkt mit irgendwelchen Atomen, wird absorbiert und wieder ausgestrahlt, was passiert dann? Und es ist klar, dass man das selbst mit einem leistungsfähigen Computer nicht mehr so einfach völlig lösen kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich neue Methoden ausdenkt, und das sind speziell statistische Methoden. Es würde am Ende ja auch nichts bringen, wenn man dann die detaillierten Bewegungsbahnen von einer Milliarde Teilchen kennt für eine ganz spezielle Situation, und am nächsten Tag ist die Situation wieder anders und man muss es wieder ausrechnen. Ja? Sondern was wichtig ist, sind die statistischen Vorhersagen. Und wo ist das Ganze wichtig? Ja, man kann sich überall umschauen, zum Beispiel wenn man die Atmosphäre sich anschaut und sich fragt, wie hoch ist die Atmosphäre? Das sind so 8 Kilometer, bis der Druck merklich abgenommen hat. Die Antwort auf diese Frage hängt von den statistischen Eigenschaften ab, von diesen Gasteilchen, die in der Luft aufeinander prallen. Oder man kann sich fragen, die Strahlung, die wir von der Sonne empfangen, das ist Wärmestrahlung, eben bei ca. 5000 oder 6000 Kelvin, welche Eigenschaften hat diese Strahlung? Bei welchen Frequenzen ist diese Strahlung am hellsten zum Beispiel? Und das wären so typische Fragen, die wir in der statistischen Physik beantworten können. Und ich möchte die Vorlesung heuristisch beginnen, indem wir uns an numerischen Simulationen anschauen, was denn einfach passiert, wenn man nicht eine Milliarde Teilchen, aber vielleicht 20 Teilchen hat, die miteinander zusammenprallen und bei Stößen ihre Energie austauschen. Und dann werden wir recht schnell lernen, dass es erstaunlich einfache Gesetzmäßigkeiten gibt. Und die Gesetzmäßigkeit, auf die ich hinaus will, nennt sich Boltzmann-Verteilung oder Boltzmann-Gibbs-Verteilung. Das ist dann eine einfache Wahrscheinlichkeitsverteilung, die beschreibt beliebige Systeme im Gleichgewicht. Okay. Und was ich dazu gemacht habe, ist, ich habe eine Simulation vorbereitet. Die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Okay. Was ist die Ausgangssituation bei dieser Simulation? Was Sie hier sehen, ist ein Kasten, in dem sich irgendwie 2 Dutzend Teilchen befinden, die ich in irgendeiner speziellen Konfiguration angeordnet habe in ihren Positionen. Und außerdem, Sie wissen, wenn ich Newtonsche Bewegungsgleichung löse, muss ich nicht nur die Anfangsorte kennen, sondern auch die Anfangsgeschwindigkeiten. Und in diesem Fall habe ich die Anfangsgeschwindigkeiten einfach so angesetzt, dass alle Teilchen sich zuerst mit derselben Geschwindigkeit nach schräg rechts oben bewegen, also ganz willkürlich. Ja? Aber was wir sehen werden in dieser Simulation ist, dass sobald die Teilchen auf die Wand prallen und dann wieder zurückprallen und miteinander stoßen, dass dann sehr schnell sozusagen das Gedächtnis an die Anfangsbedingungen, die ich hier gewählt habe, verloren geht und dass irgendwann die Teilchen völlig regellos verteilt sind. Schauen wir es uns mal an. Also jetzt bewegt sich noch alles nach oben. Nun beginnen die ersten an die Wand zu stoßen. Und dann prallen sie aufeinander. Was jetzt passiert ist, man hat eine Verdichtung oben rechts zuerst natürlich. Die löst sich aber bald auf. Die Teilchen verteilen sich über das ganze Volumen.
Und jetzt ist schon so fast der Zeitpunkt erreicht, wo man sagen würde, man sieht kaum mehr eine bevorzugte Raumregion. Stimmt vielleicht nicht ganz. Es gibt vielleicht noch dichte Schwankungen, die durch das System laufen. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter warten, dann ist nichts mehr zu erkennen. Und dann kann man sagen, statistisch gesprochen sind die Teilchen überall gleich verteilt. Also an jedem Ort ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen in der kleinen Umgebung des Ortes zu finden, praktisch dieselbe. Und auch die Geschwindigkeiten, wenn Sie sich es jetzt anschauen mit bloßem Auge, scheinen auch ganz regellos. Also Teilchen fliegen in alle möglichen Richtungen. Und Sie sehen, das Ganze ist passiert nach recht kurzer Zeit. Es hat nur wenige Stöße zwischen den Teilchen gebraucht, um diesen Zustand zu erzeugen. Und das ist dieser Zustand, den wir als thermisches Gleichgewicht beschreiben. Also sozusagen die ganze Vorlesung wird über diesen Zustand des thermischen Gleichgewichts gehen, der offenbar sehr schnell und einfach erreicht werden kann. Nun, was die Verteilung im Ort anbelangt, scheint es plausibel, wenn ich Ihnen sage, das ist gleich verteilt. Es gibt auch keinen speziellen Grund, warum die Teilchen jetzt mehr rechts oben als links unten sein sollten. Aber was die Geschwindigkeitsverteilung anbelangt, können wir ein bisschen systematischer sein. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich werde dieselbe Simulation nochmal laufen lassen, aber ich stelle das Ergebnis anders dar. Nämlich jetzt interessieren mich diese Geschwindigkeiten. Und ich werde also ein kleines Diagramm zeichnen, in dem die Geschwindigkeiten aufgetragen sind, also Vx und Vy. Und für jedes Teilchen, was man jetzt hier auf dem Bild im Ortsraum sieht, trage ich in diesem Geschwindigkeitsdiagramm ein seine momentane Geschwindigkeit. Und immer dann, wenn die Teilchen miteinander kollidieren, dann werden sich diese Geschwindigkeiten natürlich ändern. Das heißt, in diesem Geschwindigkeitsbild werden dann plötzlich zwei Punkte verschwinden und an anderer Stelle wieder auftauchen, weil diese beiden Geschwindigkeiten von den Teilchen, die da zusammenprallen, haben sich geändert. Oder wenn ein Teilchen an die Wand trifft und dann reflektiert wird, dann ändert sich halt eine Geschwindigkeit. Machen wir das mal. Okay, also rechts oben ist jetzt aufgetragen dieses Geschwindigkeitsdiagramm. Jeder gelbe Punkt entspricht einem von diesen Teilchen, die man auch in dem großen Bild sieht. Und man sieht, wie sich die Geschwindigkeiten ändern, manchmal langsam, manchmal ganz plötzlich, und wie sie umverteilt werden. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Sie sich nicht wundern, wenn die Teilchen an die Wand stoßen, dann werden sie nicht ganz plötzlich reflektiert, sondern aus numerischen Gründen habe ich es vorgezogen, eine sozusagen glatte Wand zu implementieren. Das heißt, das Potenzial an der Wand ist nicht ein Kastenpotenzial, was plötzlich unendlich hoch wird, was dann auch bedeuten würde, eine instantane, unendlich große Kraft, sondern es ist ein glattes Potenzial, das ansteigt und deswegen die Kraft steigt dann auch nur glatt an. Okay, also man sieht, die Geschwindigkeiten werden ständig ausgetauscht und man hat da so eine Wolke von Geschwindigkeiten. Aber da wäre es jetzt falsch zu sagen, oh, die sind vermutlich gleich verteilt, weil das macht keinen Sinn. Der Geschwindigkeitsraum ist unendlich groß, die Geschwindigkeiten könnten im Prinzip unendlich groß werden, aber gerade deswegen ist es unsinnig zu sagen, die Geschwindigkeiten sind gleich verteilt, weil dann müssten ja beliebig große Geschwindigkeiten vorkommen, dann müsste die Energie beliebig groß werden, aber wir haben nur eine gegebene, begrenzte Anfangsenergie, also das kann niemals sein. Das heißt, gleich verteilt können sie nicht sein, andererseits aus diesem Bild sieht man jetzt auch nicht sofort, wie die Verteilung wirklich ist. Und was ich deswegen mache, ist Folgendes. Ich lasse es jetzt nochmal laufen. Und immer dann, wenn irgendwo einer von diesen gelben Punkten sich befindet, entsprechend einem Teilchen, dann registriere ich das in einer kleinen Zelle in der Umgebung dieser Geschwindigkeit. Ich registriere, oh, an dieser Stelle war mal ein Teilchen mit dieser Geschwindigkeit. Und dann, wenn die Zeitentwicklung weiterläuft und das Teilchen vielleicht irgendwo anders hinspringt mit seiner Geschwindigkeit, dann registriere ich, dass dort auch mal ein Teilchen mit einer Geschwindigkeit gewesen ist. Und so wird sich dann im Laufe der Zeit ein Bild aufbauen, wo ich die relative Häufigkeit habe, dass Teilchen eine Geschwindigkeit haben, die, sagen wir, mehr in der Mitte von diesem Geschwindigkeitskoordinatensystem ist oder mehr am Rand. Sie werden das gleich sehen, es ist sehr einfach, ich
baue einfach die Häufigkeitsverteilung der Geschwindigkeiten auf. Ja, da sehen Sie das jetzt schon rechts oben. Immer wenn ein Teilchen an einer Stelle ist, dann wird da ein Zähler um 1 nach oben gesetzt und die Größe dieser Zählerwerte stelle ich jetzt farblich dar. Und man sieht damit die Häufigkeitsverteilung, wie sie sich im Laufe der Zeit herausbildet durch die Beobachtung von den Teilchen. Sie sehen auch, die Simulation lasse ich jetzt viel schneller laufen, damit ich mehr Statistik bekomme. Und was man so langsam sieht im Laufe der Zeit, ist doch, diese Häufigkeitsverteilung ist in der Mitte von dem Geschwindigkeitskoordinatensystem größer und gegen Rand hin wird sie kleiner. Das heißt, ja, es kommen alle möglichen Geschwindigkeiten vor, aber die Geschwindigkeiten um die Null herum kommen häufiger vor als größere Geschwindigkeiten. Das sieht jetzt natürlich noch ein bisschen verrauscht aus, wie man das erwarten muss, wenn ich eine Statistik über eine endliche Zeit von einer endlichen Zahl von Teilchen nehme. Aber ich habe es hier nochmal aufgetragen für eine Simulation, die länger dauert. Und wenn man noch länger warten würde, dann würde man das Bild bekommen, was man hier links unten sieht, wo man tatsächlich schon eine sehr wichtige Sache erkennen kann, nämlich die Geschwindigkeitsverteilung ist isotrop. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hängt nur ab vom Betrag der Geschwindigkeit. Deswegen gibt es dieses kreisförmige Aussehen. Das ist schon mal das erste Wichtige. Das ist nicht selbstverständlich, weil der Kasten selber ist ja nicht isotrop. Der Kasten ist ja nicht rund. Der Kasten ist ja eckig sozusagen. Aber die Geschwindigkeitsverteilung wird rund. Ja? Und um das jetzt noch ein bisschen quantitativer zu machen, kann man anstelle von diesem Farbbild, sagen wir, einen Schnitt durch die Geschwindigkeitsverteilung nehmen. Zum Beispiel, ich könnte bei Vy gleich 0 diese Farbwerte, die ich da genommen habe, um die Häufigkeitsverteilung darzustellen, als Kurve auftragen. Ja? Also ich bin bei Vy gleich 0, nehme einen Schnitt entlang der Vx-Achse, trage die Kurve auf und sehe dann die Kurve, die ich hier als empirisch gekennzeichnet habe. Die ist noch ein bisschen verwackelt, ne, weil ich nur eine endliche Statistik habe, über eine endliche Zeit genommen. Aber sie passt schon sehr, sehr gut zu einer einfachen Gauss-Glocke. Ja? Und dasselbe würde passieren, wenn ich den Schnitt irgendwo bei anderen Werten von Vy legen würde. Ich würde immer eine Gauss-Glocke finden. Und das heißt, ich kann auch sagen, diese zweidimensionale Verteilung ist eine zweidimensionale Gauss-Verteilung. Das haben wir jetzt also hier empirisch beobachtet. Und dieses Gesetz nennt sich Maxwell-Boltzmann-Gesetz. Also vor 130 Jahren oder so etwas hat man zum ersten Mal verstanden, dass die Geschwindigkeitsverteilung von den Gasteilchen im thermischen Gleichgewicht so eine Gaussverteilung ist. Und wie gesagt, ist nicht selbstverständlich. Erstens, dass es isotrop ist, ist nicht selbstverständlich. Und es stellt sich dann heraus, in jeder möglichen Situation, auch wenn die Teilchen beginnen, irgendwie kompliziert miteinander zu wechselwirken oder sie sind nicht mehr so in einem Kasten, sondern bewegen sich in einem komplizierten Kraftfeld, immer bekomme ich diese Gauss-Verteilung. Das ist also was sehr Universelles. Okay, vielleicht notieren wir das zunächst mal und dann machen wir später ein bisschen weiter mit diesen Simulationen. Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach numerisch simuliert Newton'sche Bewegungsgleichung, wo wir irgendein Kraftgesetz angesetzt haben für die Wechselwirkung zwischen den Teilchen, damit sie miteinander stoßen können, und auch ein Kraftgesetz für die Wechselwirkung zwischen Teilchen und Wand. Und dann haben wir einfach die Newton'schen Bewegungsgleichungen gelöst.
Und das Ergebnis war nochmal, diese Teilchen waren im Kasten gleich verteilt, was den Ort anbelangt. Und was die Geschwindigkeit anbelangte, haben wir empirisch, zumindest in dem Beispiel gesehen, es ist eine Gaußverteilung. Okay. Wie beschreiben wir das mathematisch? Nun, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, dann gibt man halt die Wahrscheinlichkeit an, dass das eine oder das andere Ereignis zutrifft. Nun haben wir hier aber es mit Geschwindigkeiten zu tun, die haben kontinuierliche Werte. Und wenn man die Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine kontinuierliche Variable angeben will, dann redet man von einer Wahrscheinlichkeitsdichte. Und das definiere ich also gleich. Zunächst mal gebe ich die Dichte in diesem Falle an. Rho von V ist proportional zu e hoch minus und dann eben eine Gaußverteilung e hoch minus irgendwas mal V Quadrat. Hier vor muss wohl irgendeine Konstante stehen. Später werden wir sagen, die Konstante beschreibt, wie breit die Verteilung im Geschwindigkeitsraum ist. Wenn die Konstante größer ist, wird die Geschwindigkeitsverteilung tatsächlich enger. Okay, aber dazu kommen wir gleich. Wichtig ist jetzt, was bedeutet nochmal ganz präzise gesprochen dieses Rho von V? Das ist eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichte. Und was wir damit meinen ist, ich greife mir jetzt irgendeinen Punkt im Geschwindigkeitsraum heraus, ja, durch den Vektor V gegeben. Und dann frage ich mich folgende präzise Frage. Wenn ich um diesen Punkt herum einen kleinen Kasten male, und im Zweidimensionalen wäre das jetzt wirklich zum Beispiel nur ein Quadrat, im Dreidimensionalen gedacht wäre es ein Würfel, kann ich mich fragen, zu jedem, wenn ich viele, viele Teilchen habe, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, welcher Bruchteil der Teilchen befindet sich in diesem Kasten? Ja? Oder mit welcher, oder bezogen auf ein Teilchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit finde ich dieses eine Teilchen zu einem beliebigen Zeitpunkt genau in diesem Kasten? Also die Wahrscheinlichkeit, eben dieses Teilchen in dem Kasten zu finden, hat was zu tun mit dieser Wahrscheinlichkeitsdichte, hat aber auch damit zu tun, wie groß der Kasten ist. Weil wenn der Kasten doppelt so groß ist, dann ist es irgendwie trivial, dass die Wahrscheinlichkeit, etwas da drin zu finden, auch doppelt so groß ist. Also die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen mit seiner Geschwindigkeit in diesem Kasten zu finden, diese Wahrscheinlichkeit können wir angeben. Und sie ist Rho von V mal die Breite von dem Kasten. Ich sollte hier nicht Vx schreiben, sondern ich sollte, sagen wir, dVx und dVy schreiben. Das sind kleine Elemente in der Geschwindigkeit und in der Geschwindigkeit in x-Richtung und in y-Richtung. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit ist dann Rho von V mal dVx mal dVy. Und wenn wir in 3D wären, dann wäre es auch noch dvz. Ja. Also nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist erstens proportional zu der Fläche oder dem Volumen von dem Kasten. Doppelt so groß ist doppelte Wahrscheinlichkeit. Aber die Proportionalitätskonstante davor, das ist unsere Wahrscheinlichkeitsdichte. Okay. Nun, wenn man Wahrscheinlichkeiten hat, dann kann man immer sagen, die Wahrscheinlichkeiten sind normiert. Was heißt das? Das heißt, wenn ich über alle Ereignisse summiere, muss 1 rauskommen.
was heißt in diesem Fall über alle Ereignisse zu summieren? Nun, ich kann meinen ganzen Geschwindigkeitsraum in viele kleine Kästen aufteilen und wenn ich dann die Wahrscheinlichkeiten aufaddiere, muss 1 rauskommen, ja? Weil irgendwo muss das Teilchen ja sein. Und anstatt zu sagen, ich summiere diesen Ausdruck rho mal dvx mal dvy über viele kleine Kästen, kann ich auch sagen, ich bilde das Integral. Also Integral rho von v dvx dvy oder und eventuell dvz ist gleich 1. Okay. Gibt es Fragen zu der Definition? Weil ich weiß nicht, in welchen Vorlesungen Sie eventuell schon Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht haben oder nicht. Okay. Gut. Jetzt, das haben wir empirisch herausgefunden, die Geschwindigkeitsverteilung ist eine Gaussverteilung. Die Frage ist nur, diese Konstante, die mir angibt, wie breit ist die Gaussverteilung, wie kriege ich die raus, wovon könnte die abhängen? Und das ist nun aber relativ einfach, weil wir lösen ja die Newtonschen Bewegungsgleichung und wir wissen, bei den Newtonschen Bewegungsgleichungen gilt Energieerhaltung. Die Energie am Anfang ist auch die Energie am Ende, da ändert sich gar nichts dran. Sie wird vielleicht umverteilt zwischen den verschiedenen Teilchen, aber die Energie bleibt insgesamt erhalten. Und wir haben ja jetzt hier so einen relativ einfachen Fall, wo die Teilchen meistens im Inneren des Kastens sind, wo sie gar keine potenzielle Energie haben. Ja? Vielleicht während sie an die Kastenwand stoßen, da ist ihre potenzielle Energie erhöht, aber das ist immer nur ein kleiner Bruchteil von Teilchen, wo das augenblicklich passiert. Im Kasten ist die potenzielle Energie einfach null. Das heißt, die gesamte Energie ist wirklich kinetische Energie. Und wir wissen noch mehr. Wir wissen nämlich, oder wir beobachten, dass zumindest im statistischen Mittel jedes Teilchen gleich gut ist. Das heißt, wir erwarten auch, dass jedes Teilchen im Mittel die gleiche kinetische Energie hat. Kein Teilchen ist bevorzugt. Und damit wissen wir eigentlich schon alles. Wir haben die Gesamtenergie am Anfang, die verteilt sich als kinetische Energie auf alle n Teilchen, gleichmäßig, und deswegen kennen wir die mittlere kinetische Energie eines jeden Teilchens. Aber die mittlere kinetische Energie ist einfach m halbe mal v Quadrat. Und dadurch kennen wir das mittlere v Quadrat. Das ist der Trick. Also woher würde man die Konstante finden? Man würde einfach sagen, die Gesamtenergie, die man am Anfang reingesteckt hat, willkürlich, als ich zum Beispiel die Anfangsgeschwindigkeiten gewählt habe, die Gesamtenergie kann ich durch n dividieren, dann kriege ich die Energie pro Teilchen und das ist dann also die mittlere Energie des Teilchens und ich hatte argumentiert, das ist kinetische Energie, weil die Stöße relativ selten vorkommen und deswegen die potenzielle Energie keinen wesentlichen Beitrag leistet. Und das ist dann eben gleich m halbe mal v Quadrat gemittelt für ein Teilchen. In jedem einzelnen Moment könnte v Quadrat von dem Teilchen groß oder klein sein, aber im Zeitmittel kann ich den Mittelwert von V² bilden und m halbe Mittelwert V² ist dann die mittlere kinetische Energie. Also dadurch weiß ich, wie breit die Geschwindigkeitsverteilung ist, weil das hier ist einfach die Varianz der Geschwindigkeitsverteilung. Und dadurch weiß ich, wie breit meine Gauss-Glocke sein muss. Das ist also relativ einfach. Gut, dieses Argument glauben Sie? Ja. Jetzt wird es aber knifflig, wenn wir zu einer Situation gehen, wo ich nicht mehr so einfach argumentieren kann. Und die einfachste Situation, wo es nicht mehr so leicht geht, ist, wenn ich zwei Teilchensorten habe, schwere und leichte Teilchen. Weil
Es stimmt zwar immer noch, dass die Gesamtenergie erhalten ist und praktisch komplett in kinetischer Energie steckt, aber wenn ich jetzt mindestens zwei Sorten von Teilchen habe, weiß ich ja nicht mehr, wie sie sich relativ auf die beiden Teilchensorten verteilt. Ja? Das kommt nicht mehr aus diesem Argument heraus, weil es sind ja jetzt wirklich unterschiedliche Teilchen. Könnte ja sein, dass die einen Teilchen immer deutlich mehr kinetische Energie im Mittel haben als die anderen Teilchen. Gut, und das beantworten wir jetzt auch wieder mit einer Simulation. Fein, also was ich gemacht habe, ist dieselbe Simulation, aber es gibt jetzt zwei Sorten von Teilchen, nämlich leichte und schwere Teilchen. Und die habe ich auch wieder irgendwie willkürlich angesetzt am Anfang und dann kollidieren sie und dann nehme ich auch wieder die Geschwindigkeitsverteilung von beiden Teilchensorten auf, um rauszufinden, haben die jetzt zum Beispiel dieselbe mittlere Geschwindigkeitsquadrat oder wie verhält es sich? Okay. Also was man jetzt hier oben sieht, und zwar links und rechts, sind die Geschwindigkeitsverteilungen von den beiden Teilchensorten, nämlich den leichten Teilchen, das sind die gelben, und den blauen Teilchen, das sind die schweren Teilchen. Und man sieht schon mit bloßem Auge, auch im Ortsraum, die schweren blauen Teilchen bewegen sich langsamer als die leichten gelben Teilchen. Die flitzen so hin und her. Und das ist nicht eine Sache, die ich irgendwie vorgegeben habe, sondern die stellt sich von alleine automatisch ein. Ja? Und man kann jetzt auch an den Geschwindigkeitsverteilungen, die man oben sieht, schon erkennen, ja, die Geschwindigkeitsverteilung für die leichten Teilchen ist weiter ausgedehnt im Geschwindigkeitsraum, ist breiter als für die schweren Teilchen. Und das passt jetzt zusammen. Die schweren Teilchen sind einfach langsamer, typischerweise. Okay. Und jetzt könnte man das genauer analysieren, die Breite der Geschwindigkeitsverteilung zum Beispiel aus dieser Simulation. Und was man finden würde, wäre, die Breiten der Geschwindigkeitsverteilung verhalten, das Verhältnis dazwischen geht wie die Wurzel aus dem Massenverhältnis. Das klingt jetzt etwas mysteriös, aber man kann es auch anders formulieren. Man kann nämlich sagen, wenn ich die mittlere kinetische Energie betrachte von beiden Teilchensorten, die ist dieselbe. Ja? Und zwar die mittlere kinetische Energie ist ja immer m halbe v Quadrat. Das heißt, wo m größer ist, ist v Quadrat im Mittel dann eben entsprechend kleiner. Und das können wir auch wieder notieren. Also für zwei Teilchensorten machen wir einfach aus der Simulation erstmal die Beobachtung. Die kinetischen Energien sind im Mittel gleich. Also M1 ist vielleicht die leichtere Masse und V1 Quadrat entsprechend die Geschwindigkeiten dieser leichteren Teilchen. Die kinetischen Energien sind also alle gleich. Okay. Das heißt, wenn wir das jetzt wieder durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte ausdrücken wollen für die Wahrscheinlichkeitsverteilung der verschiedenen Sorten von Teilchen, dann kann ich das so hinschreiben, am gescheitesten. Rho j von v soll die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Teilchensorte j sein. Und das ist wieder e hoch minus irgendein passender Vorfaktor mal v Quadrat, also dass es eine Gauss-Verteilung ist, würde sich wieder ergeben. Aber wie wähle ich den Vorfaktor? Ich möchte den Vorfaktor so wählen. Ich möchte den Vorfaktor so wählen, dass die Breite der Geschwindigkeitsverteilung durch diese Masse geregelt wird. In einer solchen Weise, dass die mittlere kinetische Energie für verschiedene Sorten dieselbe ist. Und es stellt sich heraus, das kann ich am einfachsten machen,
indem ich hier nicht einfach V² hinschreibe, sondern tatsächlich diese kinetische Energie. Dann ergibt sich automatisch, wenn ich das so habe und noch irgendeine feste Konstante dazu multipliziere, dann ergibt sich automatisch dieses Gesetz, dass die kinetischen Energien im Mittel gleich sind. Denn diese Konstante hier, die ist dann dieselbe für alle Teilchensorten. Ja, da habe ich keine Freiheit mehr. Ja. Der einzige Unterschied zwischen den Teilchensorten ist diese Masse. Okay, also wenn man so ein Gesetz hat, dann ergibt sich auch dieses Gesetz, dass die kinetischen Energien gleich sind. Und in der Präsenzübung werden Sie, oder in der Hausaufgabe werden Sie auch nochmal die Gauss-Verteilung üben. Gut, also man hat hier, ist die Behauptung, dieselbe Konstante für alle Teilchen. Okay, jetzt sind wir schon ziemlich weit in unserer Erforschung von den Eigenschaften kollidierender Gasteilchen. Und dasselbe würde auch gelten, wenn ich jetzt 10 verschiedene Teilchensorten hätte. Und wie gesagt, das hängt auch nicht von den Details ab, des Kraftgesetzes, was die Stöße zwischen den Teilchen beeinflusst. Und es ist nun offenbar so, diese Konstante, diese mysteriöse Konstante, die ich immer mitschleppe, die hat offenbar auch eine wichtige Bedeutung, ist dieselbe Konstante für alle Teilchen. Wir haben vorher schon gemerkt, diese Konstante, die ja die Breite am Ende regelt von der Geschwindigkeitsverteilung, muss abhängen von der Anfangsenergie, ja, weil dadurch dann die mittlere kinetische Energie rauskommt. Und der Konstante gibt man einen Namen. Und im Wesentlichen gibt mir die Konstante die Temperatur an. Also das ist das erste Mal, wo hier empirisch die Temperatur hineinkommt in die Vorlesung. Zunächst mal muss ich dazu sagen, welche Dimension, man muss sich fragen, welche Dimension hat diese Konstante. Nun, im Exponenten der Exponentialfunktion muss eine dimensionslose Zahl stehen. Ja? E hoch minus 1,3 oder sowas. M halbe V Quadrat hat aber die Einheit von der Energie. Das heißt, die Konstante muss 1 durch Energie sein, damit es überhaupt Sinn macht. Ja? Und das definiere ich dann so, das ist 1 durch Temperatur mal ein Vorfaktor. Warum brauchen wir noch einen Vorfaktor? Weil die Temperatur wird einfach konventionell nicht in Energieeinheiten gemessen, was man auch hätte festlegen können, wenn man damals schon gescheit genug gewesen wäre. Dann bräuchte man jetzt den Vorfaktor nicht. Aber die Temperatur wird halt in anderen Einheiten gemessen. Und die Art von Temperatur, von der ich hier rede, ist die absolute Temperatur. Wenn die 0 ist, dann sollen sich die Teilchen nicht mehr bewegen. Wenn die 0 ist, ist die Konstante unendlich. Wenn die Konstante unendlich ist, dann werden kleinste Geschwindigkeiten schon massiv bestraft in dieser Wahrscheinlichkeitsdichte, ja? Weil dann sofort der Exponent minus unendlich ist und die Wahrscheinlichkeitsdichte auf 0 runtergedrückt wird. Ja? Also wenn diese Temperatur 0 ist, dann bewegen sich die Teilchen nicht mehr. Das ist also die absolute Temperatur. Und die wird in Einheiten von Kelvin gemessen. Mit dem Symbol K. Und Sie wissen vermutlich aus anderen Vorlesungen, 0 Grad Celsius wäre 273 Kelvin. Und die Konstante KB ist die sogenannte Boltzmann-Konstante. Die hat auch einen Zahlenwert. Die ist also die Konstante, die ich verwende, um Kelvin in Joule, in Energieeinheiten umzurechnen. Ja? Denn wir brauchen Energieeinheiten, damit es mit der kinetischen Energie zusammenpasst. Und die hat den Zahlenwert 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Also es sind nicht besonders viele Joule pro Kelvin. Okay, und auf diese Weise hat man also nun die Temperatur eingeführt. Und das ist auch tatsächlich ein
Weg, um Temperatur zu messen, wenn ich einfach die kinetische Energie von dem Gas in der Lage bin zu messen, wie schnell sich die Teilchen bewegen, dann gibt es mir ein direktes Maß für die Temperatur. Okay. Das war also die Konstante oben in dieser Gauss-Geschwindigkeitsverteilung. Jetzt kann man sich auch fragen, wenn ich diese Gauss-Verteilung hernehme und dann die mittlere Geschwindigkeit, die mittlere kinetische Energie ausrechne, was ergibt sich denn dann? Und das ist eine kleine Übungsaufgabe, die Sie sozusagen zu Hause machen werden. Aber wenn ich jetzt m halbe mal, sagen wir, die Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung zum Quadrat nehme, dann ergibt sich, wenn ich dieses Gesetz einsetze, 1/2 mal kbt. Also der Anteil der kinetischen Energie von der Bewegung in x-Richtung ist einfach 1/2 kbt. Und Sie können raten, der Anteil der Bewegung in y-Richtung ist auch 1/2 kbt und genauso in z-Richtung. Ja? Also für jede Bewegungsrichtung ergibt sich 1/2 kbt. Einfach direkt durch Auswerten dieser Formel. Wenn ich diese Gauss-Verteilung habe und die Konstante ist 1 durch kbt, dann kann ich schnell ausrechnen, was ist die mittlere Geschwindigkeit zum Quadrat und dann ergibt sich dieses. Okay. Nur kurz nebenbei, wie sieht man sowas schnell? Also sozusagen, das ist eine Nebenbemerkung. Wenn mir jemand irgendeine gaussförmige Wahrscheinlichkeitsdichte vorgibt, dann schreibe ich die gerne in folgender Weise. Also jetzt nenne ich meine Zufallsvariable z, um es von all den anderen zu unterscheiden. In unserem Fall könnte das zum Beispiel vx sein. Und wenn da steht e hoch minus z Quadrat durch 2 Sigma Quadrat, dann kann ich sehr schnell angeben, was ist der Mittelwert von z Quadrat. Nämlich, wenn ich so rum hingeschrieben habe, ist der Mittelwert von z Quadrat einfach gleich Sigma Quadrat. Ja? Das heißt, wenn mir jemand die Gauss-Verteilung in dieser Form hinschreibt, weiß ich sofort, was ist der Mittelwert von meiner Variable zum Quadrat. Und in unserem speziellen Beispiel jetzt wieder möchte ich anstelle von z vx setzen. Und dann kann ich ablesen, was ist denn dieses 2 Sigma Quadrat, was hier im Nenner zu stehen hat, im Exponenten. Denn ich brauche mir nur den Exponenten anschauen. Im Exponenten steht 1 durch kbt mal m halbe. Ja? Das heißt, 1 durch 2 Sigma Quadrat, was hier steht, 1 durch 2 Sigma Quadrat, muss all diese Konstanten sein, muss gleich sein 1 durch kbt mal m halbe. Und dann kann ich nach 2 Sigma Quadrat auflösen. Also 2 Sigma Quadrat ist dann 2 kbt durch m. Ja. Und sobald ich das habe, kann ich mich schnell davon überzeugen, m halbe v Quadrat ist dann eben m halbe mal Sigma Quadrat und das ist dann eben kbt halbe. Also so ginge die Rechnung, wenn man sich dafür interessiert. Okay, an dieser Stelle mache ich dann mal 5 Minuten Pause und nach der Pause geht es weiter mit einer kleinen Zusammenfassung und dann fragen wir uns, was passiert mit einem beliebigen Kraftfeld. Bei einer 3-stündigen Vorlesung sind wir natürlich unter Zeitdruck. Wir können das jetzt also so zusammenfassen. Wir haben eine gaussförmige Geschwindigkeitsverteilung gefunden. Und die schreibe ich nochmal kurz hin. An dieser Stelle hier. Wir haben Rho von V, die Wahrscheinlichkeitsdichte für die Geschwindigkeiten, ist E hoch minus. Und jetzt fasse ich all die Konstanten zusammen. Da steht einfach m halbe V Quadrat durch kbt. Ja, also kinetische Energie für die spezielle Geschwindigkeit, an der ich die Wahrscheinlichkeitsdichte wissen will,
dividiert durch KBT. Und KBT bezeichnet man auch als thermische Energie. Die sagt, wie viel mittlere Energie haben die Teilchen durch ihre thermische Bewegung. Und diese Gauss-Verteilung ist halt sehr wichtig und berühmt und hat den Namen Maxwell-Boltzmann. Also Maxwell hat zuerst erkannt, dass es sich dabei um eine Gauss-Verteilung handeln könnte. Und Boltzmann hat dann tatsächlich bewiesen, wenn ich Gasteilchen habe, die regellos zusammenstoßen, kommt am Ende die Gauss-Verteilung raus. Okay. Aber das heißt jetzt nicht, dass man schon alles weiß über Gase, wo Teilchen zusammenstoßen, denn die Gasteilchen könnten sich ja auch in irgendeinem vorgegebenen Kraftfeld bewegen. Hier war das nur ein leerer Kasten, wo allenfalls bei den Stößen mit der Wand irgendwas passiert und ansonsten aber wirkt keine Kraft. Die Frage ist also, was passiert, wenn die Teilchen sich in irgendeinem Kraftfeld bewegen, zum Beispiel in einem Kraftfeld wie dem Schwerefeld der Erde. Und Sie wissen ja sozusagen empirisch schon, im Schwerefeld der Erde ist das Gas an der Erdoberfläche direkt dichter, als wenn ich weiter nach oben gehe, wo die Teilchen mehr verdünnt sind. Und auch die Frage versuchen wir jetzt erstmal wieder empirisch zu beantworten mit einer Simulation. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe in diesem Kasten, ich brauche immer den Kasten, damit die Teilchen nicht weggehen, in diesem Kasten habe ich ein willkürliches Potential angesetzt und die Kraft ist dann eben der negative Gradient vom Potential, wie das immer so ist. Und da bewegen sich jetzt die Teilchen und ansonsten stoßen sie weiterhin zusammen und verteilen ihre Energie um. Und damit man sieht, was passiert, habe ich auch jetzt wieder versucht, die Häufigkeitsverteilung der Teilchen aufzutragen, in demselben Sinne wie im Geschwindigkeitsraum, nur jetzt eben im Ortsraum registriere ich, wie oft kommen Teilchen an verschiedenen Punkten vorbei. Okay, sorry, lass mal was an. Hier. Hier sieht man, wie die Teilchen sich bewegen. Und was Sie auch sehen ist, es gibt eine Region rechts oben, in der sich die Teilchen gerne aufhalten, und es gibt eine Region links unten, wo die Teilchen sehr selten zu sehen sind. Und der Grund dafür ist, rechts oben ist die potenzielle Energie ein Minimum, da gibt es sozusagen eine Potentialmulde, und links unten gibt es einen Potentialberg. Und falls Sie das sehen können, es ist jetzt leider etwas hell, aber falls Sie es sehen können, diese gestrichelten roten Linien sind die Konturlinien von der potenziellen Energie, also Linien von konstanter potenzieller Energie. Und entsprechend in der Nähe von einem Minimum oder Maximum sind es einfach Kreise. Das heißt, was man hier sieht, ist, wenn ich einfach wieder die Newtonschen Bewegungsgleichungen löse, aber in Anwesenheit von so einem Kraftfeld, was zu so einem Potential gehört, dann werden sich die Teilchen automatisch mehr dort aufhalten, wo die potenzielle Energie niedriger ist und seltener da, wo die potenzielle Energie höher ist. Ich kann das nochmal zeigen. Am Anfang könnte ich die Teilchen starten beliebig, vielleicht auch gleich verteilt im ganzen Kasten, aber automatisch werden sie mit der Zeit sich häufiger da aufhalten, wo die potenzielle Energie niedriger ist. Und deswegen sammelt sich da mehr Wahrscheinlichkeitsdichte an. Okay. Nun ist die Frage auch wieder hier, genauso wie bei der Geschwindigkeitsverteilung, was ist die Wahrscheinlichkeitsdichte? Ja, wie finde ich diese Wahrscheinlichkeitsdichte raus? Und das ist jetzt auch wieder nicht trivial, es ist ja ein kompliziertes Vielteilchenproblem. Ja, die Teilchen stoßen dauernd aneinander und das ist wichtig, dass sie ihre Energie umverteilen, sonst würde das nicht so rauskommen. Aber wir können ja ein bisschen intelligent sein und sozusagen raten, was herauskommen könnte. Wir schauen nämlich wieder auf diese Maxwell-Boltzmann-Verteilung, die wir hatten, und wir sehen, die hat doch eine gewisse Struktur. Oben steht die kinetische Energie und darunter steht dann KBT, die thermische Energie. Ja? Das Verhältnis sozusagen aus kinetischer Energie und thermischer Energie.
Wenn man jetzt mal raten sollte, wie das im Ortsraum ist, wenn ich da eine potenzielle Energie habe, könnte es doch so sein, dass hier vielleicht ein ganz ähnliches Gesetz sich herausstellt, nur anstelle von kinetischer Energie eben eine potenzielle Energie. Ja? Also so das Verhältnis zwischen potenzieller Energie und thermischer Energie. Und manchmal ist es so in der Physik, das Einfachste, was man erraten kann, ist tatsächlich richtig. Das habe ich versucht, hier auch empirisch zu belegen. Was man oben sieht, ist diese empirische Häufigkeitsverteilung, die ich gerade aus der Simulation bekommen habe, wo man im Potenzialminimum mehr Teilchen sieht. Und jetzt habe ich einfach mal probehalber angesetzt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von der Sorte E hoch minus potenzielle Energie durch KBT. Und die potenzielle Energie hängt natürlich vom Ort ab. Ja? In der Potenzialmulde ist sie niedriger, was dann diese entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung größer macht. Und das ist jetzt hier unten gezeigt. Es ergibt sich eine ziemlich gute Übereinstimmung zwischen dem, was ich berechne aus E hoch minus potenzielle Energie durch KBT, das ist unten gezeigt, und dem, was ich empirisch aus der Simulation bekommen habe. Und ich muss noch was dazu sagen, wie kriege ich denn jetzt die Temperatur? Und die Antwort ist einfach, die Temperatur definiere ich mir nun gerade so wie vorher aus der kinetischen Energie. Also ich sage, m halbe mal Mittelwert von Vx² ist kbt halbe. Ja? Wenn ich diese Temperatur dann einsetze in meine Formel, kommt offenbar das Richtige raus. Um zu checken, dass das nicht nur Zufall ist, habe ich auch mal Folgendes versucht. Ich habe in der Formel die Temperatur nur noch halb so groß gewählt, das ist dann links zu sehen, oder doppelt so groß, das ist rechts zu sehen. Aber in beiden Fällen weiche ich stärker ab von der empirischen Verteilung. Also es ist wirklich auch wichtig, dass in dieser Formel die Temperatur diejenige ist, die ich aus der kinetischen Energie entnehme. Okay, das heißt, wir haben schon wieder was Gutes gelernt, was man sehr allgemein anwenden kann. Wenn mir jemand irgendein Potenzialfeld vorgibt, dann weiß ich, wie die Teilchen sich im Ort verteilen. Wenn ich ein externes Potenzial habe, also sozusagen ein Kraftfeld, was ich vorgegeben habe, dann hat sich für uns ergeben, dass nun die Wahrscheinlichkeitsdichte im Ort proportional ist zu E hoch minus V von R durch KBT. Und dieses T ist dasselbe T, was ich auch für die kinetische Energie verwende. Und bei dieser Verteilung spricht man dann auch manchmal von der Boltzmann-Verteilung im Ortsraum oder von der kanonischen Verteilung. Okay. Nun haben wir also eine Verteilung im Geschwindigkeitsraum gehabt und wir haben eine Verteilung im Ortsraum gehabt. Eine Frage, die man sich da stellen kann, man kann Ort und Geschwindigkeit sozusagen als Zufallsvariablen betrachten. Und die Frage ist, sind die voneinander unabhängig verteilt oder haben sie was miteinander zu tun? Es könnte ja so sein, dass die Geschwindigkeitsverteilung abhängt davon, an welchem Ort ich bin. Nun stellt sich aber heraus, die sind völlig unabhängig voneinander verteilt. Das könnten wir auch dann wieder durch die Simulation empirisch belegen. Die Geschwindigkeitsverteilung ist völlig unabhängig davon, an welchem Ort ich mich befinde. Es ist immer hier zum Beispiel dieselbe Temperatur. Es ist nicht so, dass an manchen Orten die Temperatur dann eine andere wäre, sobald wir im thermischen Gleichgewicht sind. Und
Das bedeutet, ich kann nun eine Wahrscheinlichkeitsdichte hinschreiben für Ort und Geschwindigkeit gemeinsam. Und die ist sehr einfach, es ist nämlich einfach nur das Produkt aus den jeweiligen Wahrscheinlichkeitsdichten, weil sie halt unabhängig sind. Okay. Und das würde ich auch so hinschreiben, Rho von R, V geht wie E hoch minus M halbe V Quadrat durch KBT minus V von R durch KBT. Ich habe einfach nur verwendet, was ich gerade gesagt habe, dass die beiden Geschwindigkeitsverteilungen, dass die beiden Wahrscheinlichkeitsdichten unabhängig sind. Das heißt, man muss sie multiplizieren, um die Gesamtwahrscheinlichkeitsdichte zu bekommen. Also Ort und Geschwindigkeit sind unabhängig verteilt. Auch das ist wieder keine triviale Aussage, aber es bestätigt sich empirisch. Gut. Und wenn man schon so weit ist, dann kann man ja das, was im Exponenten steht, zusammenfassen. Ich meine einfach auf triviale Weise beides auf denselben Nenner bringen. Und dann steht nämlich da m halbe v Quadrat plus v von r. Aber das ist nichts anderes als die Gesamtenergie des Teilchens mit Geschwindigkeit v am Ort r. Ja? Und Sie wissen, in der Newtonschen Mechanik ist die Gesamtenergie eines Teilchens eine wichtige Größe. Also erstmal, sie ist erhalten. Aber wenn man dann ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man die Newtonsche Mechanik, wie Sie wissen, auf verschiedene andere Arten darstellen. Sie haben gelernt die Lagrange-Version von der Newtonschen Mechanik. Und eine noch leicht fortgeschrittenere Variante ist die Hamiltonsche Mechanik. Es führt immer auf dieselben Bewegungsgleichungen am Ende, ja, aber es sind verschiedene Varianten, dasselbe auszudrücken. Und bei der Hamiltonschen Mechanik spielt die Energie oder die Energiefunktion eine sehr wichtige Rolle. Das nennt sich dann nämlich Hamilton-Funktion. Und der einzige kleine Trick ist, dass da es vorzuziehen ist, nicht von der Geschwindigkeit zu reden, sondern vom Impuls. Das ist natürlich kein gewaltiger Unterschied. Der Impuls ist einfach Masse mal Geschwindigkeit. Aber formal ist es besser, mit dem Impuls zu arbeiten. Und das heißt, auch in diesem Fall möchte man das gerne durch die Hamilton-Funktion ausdrücken. Und da kann man dann sagen, meine Gesamtenergiefunktion kann ich auch so schreiben, H von R, P ist, und jetzt möchte ich die kinetische Energie ausdrücken durch den Impuls. P ist M mal V, also das ist einfach genug. Da steht dann P Quadrat durch 2M als kinetische Energie. Und die potenzielle Energie bleibt natürlich dieselbe. Ja. Also, mit dieser Hamilton-Funktion kann ich dann die Gesamtenergie ausdrücken, oder die Hamilton-Funktion ist die Gesamtenergie, ausgedrückt durch P und R. Und dann kann ich sagen, das gibt mir die Wahrscheinlichkeitsdichte, jetzt vielleicht besser geschrieben als Funktion von R und P, anstelle als Funktion von R und V. Einfach nur, weil man gerne die Hamilton-Funktion reinschreiben möchte. Ja. Und das heißt, das ist dann die Form, die man so allgemein kennt. Rho von R, P ist proportional zu E hoch minus A von R, P durch KBT. Also, wenn mir jemand die Hamilton-Funktion von meinem Teilchen sagt, dann sage ich ihm sofort, wie Ort und Impuls verteilt sind. Okay. So. Erstmal gibt es dazu Fragen. Wir sind schon ziemlich schnell, ziemlich weit gekommen. Gibt es Fragen? Okay. Nun könnte man denken, damit sei die gesamte statistische Physik abgehandelt.
aber das ist nicht so. Und der Grund ist, auch schon formal, hier steht nur die Hamilton-Funktion von einem einzelnen Teilchen. Ja? Seine kinetische Energie und seine potenzielle Energie. Aber wenn wir dran zurückdenken, was da passiert ist, die Teilchen sind ständig miteinander kollidiert. Das ging nur, weil sie auch eine Wechselwirkungsenergie hatten, ja? Weil sie Kräfte spüren. In dem System, was ich gezeigt hatte, war das zwar wichtig, aber hat die Ergebnisse nicht maßgeblich beeinflusst. Und was ich damit meine ist, es ist wichtig, dass die Teilchen zusammenstoßen, weil sonst können sie keine Energie austauschen. Wenn sie keine Energie austauschen können und ich einem Teilchen am Anfang alle Energie gebe, dann wird es für alle Zeiten alle Energie haben. Ja? Also dann werde ich niemals ins thermische Gleichgewicht kommen. Es ist wichtig, dass die Teilchen zusammenstoßen und Energie austauschen. Aber wenn die Stöße selten genug sind und die Kräfte nicht besonders langreichweitig sind, dann ist es trotzdem gut, um zum Beispiel die Verteilung im Ortsraum auszurechnen, wenn ich einfach vergesse, dass die Teilchen eine Wechselwirkungsenergie hatten und nur dieses externe Potenzial einsetze in meine Formel. Aber irgendwann wird es nicht mehr gut sein. Und ich werde jetzt eine Situation zeigen, wo es offenbar ganz schrecklich daneben liegt, wenn man diese Ergebnisse hier anwendet, um die Dichte der Teilchen vorherzusagen. Und die Situation ist sehr einfach. Ich nehme wieder dasselbe System von meinen Teilchen im Kasten mit dem externen Potenzial. Aber was ich mache ist, ich kühle die Teilchen ab. Also ich starte wieder am Anfang mit irgendwelchen Geschwindigkeiten, aber dann für eine gewisse Zeit lang schalte ich sozusagen einen Kühlschrank ein. Das heißt, ich entziehe immer Energie. Ich kann einfach eine Reibungskraft dazu bauen. Ja. Diese Reibungskraft entzieht Energie. Die kinetische Energie wird immer kleiner und kleiner. Dadurch wird auch halt entsprechend die Temperatur immer kleiner. Und es stellt sich heraus, bei diesen kleinen Energien ist es umso wichtiger, dass die Teilchen wirklich eine Wechselwirkung spüren. Und wir werden das gleich sehen. Also, Moment. Hier, das ist wieder derselbe Kasten, dasselbe Potenzial wie vorher. Rechts oben die Potenzialmulde, links unten der Potenzialberg. Aber ich entziehe jetzt immer kinetische Energie. Und was dadurch passiert ist, die Teilchen sammeln sich umso mehr in der Potenzialmulde an. Und das sehen Sie gleich, es bildet sich quasi fast so eine Art Tropfen. Es dauert eine gewisse Zeit lang. Und man kann sich das schon vorstellen, ein bisschen wie ein kleines Modell von einer Flüssigkeit, von einem winzigen Flüssigkeitstropfen. Der hat sich jetzt insgesamt in der Mulde angesammelt. Aber was man nun sieht, ist Folgendes. Die Dichte dieser Teilchen kann niemals ganz groß werden, weil sie halt nicht überlappen können. Ja? Durch ihre abstoßende Wechselwirkung werden sie gezwungen, einen gewissen Abstand zu halten, eben ihren Radius. Ja? Und das heißt, die Dichte der Teilchen ist immer dadurch begrenzt, dass sie eine endliche Ausdehnung haben. Ich kann jetzt im Bereich eines Radius nur ein Teilchen haben und nicht mehr. Und wenn ich nun aber anwenden würde, meine Boltzmann-Verteilung, die ich gerade hingeschrieben habe, auf die Temperatur, die zu dieser kleinen kinetischen Energie gehört, dann würde sich herausstellen, dass in der Potenzialmulde die Dichte ganz groß werden sollte. Ja? Ich kann das mal skizzieren. Also jetzt Teilchen mit Wechselwirkung und bei niedriger Temperatur. Oder erstmal Teilchen bei niedriger Temperatur. Die Vorhersage für die Wahrscheinlichkeitsdichte im Ortsraum in der Nähe von meiner Potenzialmulde ist, dass ich bei hohen Temperaturen ziemlich breit ausgedehnte Wolke habe. Es gibt eine gewisse Tendenz, sich in einem Minimum anzusammeln, aber die Tendenz ist nicht besonders ausgeprägt. Wenn ich aber eine niedrige Temperatur habe, dann würde sich alles im Minimum, im tiefsten Punkt ansammeln. Okay, das wäre die Vorhersage, die naive Vorhersage von meiner Boltzmann-Verteilung. Je tiefer die Temperatur, umso schärfer dieses Maximum
was ich dort im Potenzialminimum habe. Und wenn wir jetzt aber auch einfach nur empirisch auf die Verteilung der Dichte schauen, die sich ergibt, dann ist das eben nicht so. Sondern die Verteilung kann ich jetzt auch skizzieren. Die beobachtete Verteilung ist, wenn ich einen Schnitt durch die Dichte nehmen würde, eher so, dass die Dichte natürlich irgendwann ansteigt und dann ist sie praktisch konstant, nämlich konstant gleich dieser maximalen Dichte, die eben dadurch vorgegeben ist, dass die Teilchen sich nicht durchdringen können. Und das ist ein ganz typisches Dichteprofil. Wenn ich jetzt irgendeine Flüssigkeit habe oder einen Kristall, dann habe ich halt eine konstante Dichte. Und das hilft auch nichts, wenn ich ein ausgeprägtes Potenzialminimum an irgendeinem Punkt habe, da wird die Flüssigkeit dann auch nicht plötzlich eine sehr viel größere Dichte haben, weil die Flüssigkeit ist nämlich sehr wenig kompressibel. Okay, und das heißt, man hat hier eine deutliche Abweichung von unserem einfachen Gesetz. Also dieses hier ist eine Abweichung von E hoch minus V von R durch KBT. Also nachdem wir jetzt gedacht hatten, wir hätten das allgemeingültige Gesetz gefunden, ist es doch wieder nichts. Und diese Abweichung kommt ganz offenbar entscheidend zustande durch die Wechselwirkung zwischen den Teilchen. Wenn die Teilchen jetzt sich nicht gegenseitig abstoßen würden oder wenn sie viel kleiner wären, ja, und sich erst viel später abstoßen würden, dann könnten sie sich durchaus zu einer größeren Dichte ansammeln im Potentialminimum. Okay, das ist also ein Effekt der Wechselwirkung. Und jetzt ist erstmal wieder die sozusagen das Rätselraten groß, wie denn dann für ein System von Teilchen mit Wechselwirkung die korrekten Gesetze aussehen. Und auch da gehen wir jetzt wieder so vor, dass wir intelligent raten, indem wir nochmal ganz scharf hinschauen auf unsere bisherigen Ergebnisse. Wir haben also ein einzelnes Teilchen. Man gibt uns die Hamilton-Funktion. Wir setzen die Hamilton-Funktion einfach in den Exponenten. So einfach geht es für ein einzelnes Teilchen. Und das geht sowohl für ein Teilchen, was sich formal in einer Dimension entlang einer Koordinate bewegt oder zwei Koordinaten oder drei Koordinaten. Ja? Und das gibt uns einen Hinweis. Nämlich, wenn mir jemand die Hamilton-Funktion gibt von zwei Teilchen in zwei Dimensionen, sagen wir, dann habe ich insgesamt zweimal zwei Koordinaten, also vier Koordinaten. Ja? Das heißt, formal sieht es fast so aus, als hätte ich die Hamilton-Funktion von einem Teilchen in vier Raumdimensionen. Und entsprechend kann ich zu mehr und mehr Teilchen gehen und formal gesprochen bekomme ich immer nur mehr Koordinaten und mehr Impulse in meiner Hamilton-Funktion. Das heißt, wenn ich glaube, jetzt aus meiner Empirik heraus oder wie von Herr Boltzmann dann auch für spezielle Fälle bewiesen, dass für ein Teilchen das hier ein gutes Gesetz ist im thermischen Gleichgewicht, dann kann ich auch vermuten, dass ich vielleicht für mehr Teilchen genau dieselbe Formel verwenden darf, dass ich da hinschreiben muss, die Hamilton-Funktion von diesen vielen Teilchen im Exponenten. Ja? Es wäre zumindest ein Versuch wert, das anzusetzen. Schreiben wir also mal unsere Hypothese hin. Wenn wir mehrere Teilchen hätten, dann könnte es passieren, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte, die nun abhängt von all den Koordinaten und all den Impulsen,
auch nur formal dieselbe Form hat, nämlich e hoch minus Hamilton-Funktion durch kbt. Also rho von R1, R2 bis Rn und dann P1, P2 bis Pn könnte gehen wie e hoch minus h von und dann wieder dieselben Einträge. Und dieses H für mein Vielteilchensystem, das sieht typischerweise so aus. Ich summiere einfach über alle kinetischen Energien. Und dann muss ich die potenzielle Energie hinschreiben. Und im Allgemeinen wird die potenzielle Energie für so ein Vielteilchensystem abhängen von allen Koordinaten gemeinsam. Wie könnte das aussehen? Im einfachsten Fall könnte es zwei Teile haben. Einerseits erstmal das externe Potential, was vielleicht für alle Teilchen dasselbe ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich schreibe hier V extern J hin. Also es ist immer dieselbe Funktion und ich setze da die jeweilige Koordinate ein und summiere über alle Teilchen. Dann kriege ich die gesamte potenzielle Energie. Aber es zerfällt in eine Summe aus unabhängigen Beiträgen. Plus, es könnte eine andere Summe geben, wo ich über zwei Teilchenkoordinaten summiere. Um nämlich die Wechselwirkung mitzunehmen. Also für jedes Paar von Teilchen gibt es vielleicht eine Wechselwirkungsenergie, die beschreibt, wie die miteinander wechselwirken. Es könnte ein Coulomb-Potential sein oder irgend so etwas. Und vielleicht schreibe ich das so hin. U von Ri minus Rj. Also es ist eine Doppelsumme über I und J, aber es ist immer dieselbe Wechselwirkungspotential, was zwischen diesen Paaren von Teilchen wirkt. Ja. Also das wäre so was Typisches. Sie sehen, auch in dieser Summe habe ich geschrieben i kleiner j, damit ich jedes Paar nur einmal zähle. Ja? Sonst würde ich es doppelt zählen. Sonst würde ich die potenzielle Energie für Teilchen 3 mit Teilchen 7 zählen und dann nochmal Teilchen 7 mit Teilchen 3. Aber das ist ja dasselbe Paar. Okay. Und was wir nun bisher nur uns angeschaut hatten, wo die Wechselwirkungsenergie noch nicht so wichtig war, war nur dieser erste Teil mit dem externen Potential und nicht dieser zweite Teil. Und da können wir jetzt zum Schluss nochmal einen kleinen Check machen, nämlich wenn ich die Wechselwirkung doch wieder weglasse, komme ich denn dann wieder zurück auf mein altes Ergebnis, ja, damit es konsistent ist. Also ohne diese Wechselwirkung U. Ohne die Wechselwirkung hat das Ganze eine sehr einfache Gestalt, nämlich ich summiere einfach nur über alle Teilchen unabhängig. Jedes Teilchen trägt bei seine kinetische Energie und seine externe potenzielle Energie. Es gibt keine solche Summe, so eine Doppelsumme mit Paaren von Teilchen. Das ist sehr einfach. Ja. Das heißt, dann habe ich einfach H, könnte ich schreiben, ist eine Summe über Hj von Rj, oder wie schreibe ich es? Ja, schreiben wir es so. Also es ist eine Summe über die einzelnen Hamilton-Funktionen von den einzelnen Teilchen. Rj und Pj sollten die Argumente sein. Okay, und wenn das so ist, dann kann ich es probehalber in unsere hypothetische Verteilung einsetzen. Und was sich dann ergibt, ist sehr vielversprechend, weil ich habe dann e hoch minus Summe hj dividiert durch kt
Und die Summe im Exponenten gibt mir ein Produkt. Ja? Das heißt, das wäre ein Produkt über die verschiedenen j, e hoch minus hj durch kbt. Und wenn ich eine Wahrscheinlichkeitsdichte habe, die ein Produkt ist, dann weiß ich, die verschiedenen Zufallsvariablen, die vorkommen, sind unabhängig voneinander verteilt. Und dann würde ich hieraus ablesen, aha, jedes Teilchen, unabhängig von allen anderen Teilchen, ist verteilt in Ort und Impuls gemäß e hoch minus seine Hamilton-Funktion durch kt. Und das ist ja gerade das, was wir vorhin auch schon mal hatten. Ja? Das heißt, wenn die Wechselwirkung keine Rolle spielt, komme ich genau wieder auf das Alte zurück, dass jedes Teilchen gemäß seiner eigenen Hamilton-Funktion verteilt ist. Okay, also es sieht ganz vielversprechend aus. Wir kriegen zumindest den korrekten Grenzfall zurück. Und damit sind wir am Ende dieser Stunde angelangt. Ich teile dann noch die Blätter aus. Also das Blatt 0 ist Präsenzübung für diesen Donnerstag schon. Und Blatt 1 geben Sie am Dienstag bei der Talita ab. Okay.